Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Komiteemitglieder und Jungschützen, wir befinden uns in der Stadt Rodenberg auf der Museumsinsel. Alljährlich findet hier vor dem Rodenberger Bürgerschützenfest eine Gedenkfeier zu Ehren der Menschen statt, die durch Krieg, durch Verfolgung oder Vertreibung ihr Leben ließen. In diesem Jahr können wir unser geliebtes Bürgerfest nicht durchführen. Und doch wollen wir seitens des Schützenkomitees unsere digitalen Möglichkeiten ausschöpfen, um wenigstens das Gefühl der Gemeinschaft zu vermitteln. Denn das Band, welches uns mit dem Rodenberger Bürgerschützenfest verbindet, ist nach wie vor unzertrennbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf den Plakaten, die unser Fest ankündigen würde, hätte für heute, wie in den letzten Jahrzehnten, der Programmpunkt Gefallenenehrung gestanden. Auf der letzten Komiteesitzung am Anfang des Jahres haben wir lebhaft darüber diskutiert, ob dieser Begriff der Gefallenenehrung überhaupt noch zeitgemäß ist oder doch besser durch einen anderen Titel ersetzt wird. Denn die Tradition der Ehrung der gefallenen Soldaten stammt bereits aus dem 19. Jahrhundert. Gemäß der Chronik unserer Stadt rühmten sich die Rodenberger Bürger und Bürgerinnen damit, eine der ersten Gedenkstätten des Landes vor dem Verwaltungsgebäude errichtet zu haben. Die Söhne der Stadt, welche in den Kriegsjahren 1870 und 71 ihr Leben ließen, wurden als Helden verehrt, aus dessen Blut unsere deutsche Nation erstanden ist, wie es in einem historischen Text heißt. An den Tagen, wo die siegreichen Schlachten sich jährten, marschierte der neu gegründete Kriegerverein mit Marschmusik auf. Aufgewachsen in diesem nationalistischen Geist, gingen viele junge Rekruten zum großen Teil freiwillig und mit Begeisterung im darauffolgenden Ersten Weltkrieg in ihr Verderben. Ein millionenfaches Abschlachten ungeahntes Ausmaßes war die Folge. Und auch auf unseren Ehrenmal kamen zahlreiche Namen von jungen Rodenbergern hinzu. Es wurden wieder jährlich den Rodenbergern gedacht, die auf dem Felde der Ehre, wie es damals hieß, ihr Leben ließen. Die Schmach der Niederlage und die Verunsicherung der Bevölkerung machten sich die Nationalsozialisten zunutze. Und obwohl sie bei den letzten freien Wahlen im November 1932 nur 33,1% der Stimmen erhielten, rissen sie die Macht an sich. Dann hieß es wieder Heldengedenktag und es begann erneut das große Säbelrasseln. Was dann folgte, kann man wohl als größten Sündenfall der Geschichte bezeichnen. Und im Namen der gefallenen Soldaten und die Namen der gefallenen Soldaten am Rodenberger Ehrenmal mehrten sich erneut. Nach diesem Krieg war alles anders. Weite Teile der Zivilbevölkerung waren betroffen, verloren ihre Heimat, wurden verschleppt, ausgebombt oder wurden aufgrund ihrer Überzeugung oder ihres Glaubens verfolgt und getötet. Bei Wiedereinführung des Schützenfestes nach dem Krieg wurde dann auch wieder die Gefallenenehrung durchgeführt. Zahlreiche Veteranen waren im Kriegerverein organisiert, der sich später Verein ehemaliger Soldaten nannte und gedachten ihrer gefallenen Kameraden. Des Weiteren wollte man von dem Vergangenen eher nicht so viel wissen. Doch nach und nach wurden kritische Stimmen laut, die die Gräueltaten der eigenen Nation auch benennen. Eine Geste brachte den entscheidenden Wendepunkt. Der Kniefall des Bundeskanzlers Willy Brandt vor 50 Jahren am Ehrenmal des Warschauer Ghetto setzte ein Zeichen zum Umdenken. Für weite Teile der Bevölkerung noch nicht akzeptabel war es doch der Beginn der moralischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit und mit dem verbundenen Holocaust. Und so wurde in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch an dieser Stelle allen, die durch Krieg, Verfolgung oder Vertreibung ihr Opfer brachten, gedacht.
Wer sich noch erinnert, in meiner ersten Gedenkansprache vor 6 Jahren nannte ich stellvertretend 3 Personen. Die junge Frau Elsa war jüdischen Glaubens und lebte am Rande der Stadt. Ein Familienvater und Handwerker namens Hans wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Der Sozialdemokrat Paul wurde aus fadenscheinigen Gründen verhaftet und im Zuchthaus eingesperrt. Alle 3 haben den Krieg und die Gewaltherrschaft nicht überlebt. Und alle 3 waren Mitbürger unserer Stadt und wollten hier nur in Ruhe und in Frieden leben. Es war ihnen nicht vergönnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Ende des Zweiten Weltkriegs ist nun schon 75 Jahre her. Und doch sind die Narben, die diese Zeit bei uns Deutschen hinterlassen hat, bis heute spürbar. Der Gedanke, dass von unserer Nation noch einmal ein Krieg ausgeht, ist unvorstellbar und unerträglich. Die Art der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat uns in weiten Teilen der Welt wieder als glaubwürdigen und verlässlichen Partner erscheinen lassen. Doch zum Gedenken der Opfer gehört aber auch die enorme Zahl gefallener, vermisster oder in der Gefangenschaft verstorbener Soldaten. Über 5 Millionen junge Deutsche haben ihre Heimat nicht wiedergesehen. Es waren in der Regel keine Helden. In der überwiegenden Zahl waren es Männer, die aus ihrem Alltag gerissen und zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Familienväter, Studenten, Arbeiter und Angestellte waren es. Wir sollten sie nicht vergessen, sondern auch ihr Schicksal zur Warnung und Mahnung für unsere Zukunft nehmen. Seit 1992 nehmen Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr an Auslandseinsätzen teil. Sie setzen sich mit ihrem Leben für die Werte wie Freiheit und Demokratie ein. Die Liste der Todesfälle bei den Auslandseinsätzen beläuft sich bereits auf 114 Bundeswehrangehörige. Auch diese Opfer wollen wir gedenken. So komme ich zu dem Schluss, wie eingangs erwähnt, ob der Programmpunkt vor dem eigentlichen Bürgerschützenfest hier auf der Museumsinsel nun Gefallenenehrung heißt oder nicht, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir hier gemeinsam ein Zeichen setzen für den Frieden, für alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Denn sie haben es verdient. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Mit dem Lied von guten Kameraden bitte ich nun den Herrn Bürgerschützenhauptmann und den Herrn Komiteeältesten, mit mir gemeinsam einen Kranz am Ehrenmal niederzulegen. Die Feierstunde ist hiermit beendet.